Ja, hi, schön, dass du wieder einschaltest. Es gibt mal wieder ein Lightroom-Tutorial von mir. Diesmal zum Thema, wie ich mehrere Kataloge zu einem zusammenfüge. Ja, und oft ist es ja so, dass du wirklich mehrere Kataloge hast. Bei mir ist es mittlerweile so, ich arbeite in einem Katalog. Also ich habe hier so einen 2017er Katalog jetzt. Da sind alle meine Bilder, egal ob privat oder von der Arbeit, drinnen versammelt. Ich habe aber noch einen extra Katalog für mein Zweitbusiness. Und zwar model ich ja nebenbei auch noch so ein bisschen. Also was heißt modeln? Halt ein paar so Instagram-Fotos und so weiter. Und in New York war ich mit meinem Kollegen, dem Patrick, unterwegs. Und der Patrick macht halt nur dieses Instagram-Influencer-Model-Zeugs. Und daher haben wir halt ganz viel geshootet und ich habe es aber gleich immer in den anderen Katalog reingepackt. Den sehen wir jetzt hier nicht. Ich kann immer nur einen Katalog aufmachen. Ne? Man kann keine zwei gleichzeitig öffnen. Aber die ganzen Bilder sind jetzt in dem anderen. Hier sind jetzt nur Handyfotos drinnen. Alle Fotos, die mit dem Handy aufgenommen sind, sind jetzt hier, weil die eben mit meinem Lightroom Mobile, mit diesem Katalog hier verknüpft sind. Und ich möchte jetzt aber auch die anderen Fotos, also nicht die Modelfotos, sondern die Fotos, die ich einfach mit der Kamera zwischen reingeknipst habe, und die jetzt aber im anderen Katalog liegen, hier rüber bekommen. Und das funktioniert mega, mega easy. Also ich gehe hier rein, sage Datei, aus anderem Katalog importieren. Na, und dann kann ich hier, und zeigt mir hier direkt den Modelkatalog, weil der hier im Bilder drinnen liegt. Aber ich kann hier dann wirklich auf einen anderen Katalog, auf einen anderen Ordner drauf, wo ich halt einen anderen Katalog liegen habe. In dem Fall ist jetzt hier bei mir der Modelordner. Gehe auf Wählen und dann, ja, durchsucht er den kurz und zeigt mir jetzt hier halt alle Bilder hier, dieses ganze Model-Gedöns. Hier sind alle Ordner, alle Bilder, die da drinnen sind, die da jemals geschult wurden, hier auf den Azoren, irgendwann als Tarzan und so weiter. Das interessiert mich aber gar nicht. Ja, ich will ja hier weiter runter, sondern ich will die letzten hier unten. Ich will da kommt das New York-Zeugs. Ja, das sind die ganzen New York-Shoots, die wir hier haben. Und hier sind aber halt auch viele. Ja, so normale hier Lifestyle-Bilder, also so normale Touri-geknipste Aufnahmen dabei hier aus dem Flieger raus und so weiter. Und die will ich halt einfach in meinen anderen Katalog bekommen, weil die halt mit dem Modeln überhaupt nichts am Hut haben. Ich werde mir jetzt die mal hier alle auswählen. Ja, also erst gehe ich hier drauf und sage Auswahl aufheben, weil ich will ja nicht alle hier markieren, sondern ich will wirklich nur hier von dem letzten Job, also ich könnte auch hier einfach reingehen und da meinen Haken setzen. Aber ich wähle jetzt hier einfach aus über Auswählen und dann oben anhaken, kann auch mehrere mit gedrückter Shift-Taste vielleicht sogar hier anwählen und dann auf den Haken, wie man es halt aus Lightroom, aus dem Import kennt. Das mache ich jetzt mal und melde mich gleich wieder zurück. So, ich habe jetzt hier meine Auswahl gemacht. Du siehst es durch den kleinen Haken da oben. Du kannst die Vorschau natürlich auch hier größer darstellen oder noch kleiner, je nachdem, wie du möchtest. Und jetzt geht es darum, hier weitere Optionen auszuwählen. Die Dateiverwaltung. Jetzt fragt er mich, hey, möchtest du neue Fotos ohne Verschieben dem Katalog hinzufügen? Das hieße jetzt, die blieben an ihrer Stelle gespeichert, wo sie jetzt sind, in dem Ordner, wo sie gerade sind, und werden nur diesem Katalog hier hinzugefügt. Das will ich nicht, sondern ich möchte wirklich Fotos in einen neuen Ordner kopieren und importieren. Das heißt, sie werden dem Katalog hinzugefügt und aber auch noch woanders hin kopiert. Ich habe die dann erstmal doppelt. Ich muss sie dann aus diesem Modelkatalog einfach rauslöschen im Nachhinein. So richtiges Verschieben geht hier leider nicht. So, und jetzt muss ich nichts anderes machen als hier wählen. Gehe hier rein und sage, okay, New York mit Patrick war das. Und dann ist es hier nicht der Model-Shoots-Ordner, sondern ist der New York-Folder. Darin mache ich mir einen neuen Ordner und sage, das sind jetzt neue Bilder zum Wegsortieren, weil ich die dann hier in die einzelnen Tage auch rüber verschiebe. Erstellen, da kommt das Ganze rein, auswählen und jetzt muss ich nichts anderes machen als importieren klicken. Und jetzt rattert er ein bisschen und holt er sich aus dem anderen Katalog inklusive die ganzen Entwicklungseinstellungen, die schon drauf sind, inklusive die Bewertungen und so weiter, die ich vielleicht im anderen Katalog schon vorgenommen habe, die bringt er jetzt alle mit hier rüber, mit hier rein und fügt sie hier meinem Katalog hinzu.
Und das ist eine sehr coole Sache. So kann man super mehrere Kataloge zu einem zusammenpacken, kann sich aus allen Katalogen vielleicht auch das Beste raussammeln. Also da musst du wirklich mal schauen, für was du das am besten nutzen kannst. Aber das ist sehr, sehr einfach. Einfach über Datei da oben und dann aus anderem Katalog importieren. So, ich lasse das jetzt hier mal arbeiten und verschiebe die Bilder dann einfach nach und nach hier in die einzelnen Ordner der Tage. Und wenn du jetzt ja mit Lightroom noch mehr Gas geben wirst oder vielleicht von Lightroom noch gar keine Ahnung hast, dann schau auf jeden Fall mal hier bei mir auf YouTube vorbei. Für die, die noch keine Ahnung haben oder gerade so am Einsteigen sind und für die das jetzt schon ein bisschen zu viel war, dann schau dir hier mal mein Lightroom Schnellstart-Grundlagen-Video an. Das ist eine super, super Sache. Da erkläre ich wirklich von Anfang an, wie Lightroom funktioniert, wie einfach das eigentlich ist. Einfach mal reinschauen und als Bonus kriegst du sogar noch, ich glaube, drei oder vier Presets geschenkt. Einfach unten drunter unter dem Video da eintragen und dann bekommst du die Mail mit den Presets. So, und für alle anderen einfach hier Lightroom Christoph eingeben und dann findest du auch sogar eine extra Playlist, wo es nur um Lightroom-Sachen von mir geht. Alles for free, zieht euch das einfach mal rein. So. Das ist jetzt natürlich nicht das schönste Bild gewesen, ganz egal. Aber die Bilder kommen so nach und nach rein. Das ist gut. Alright, ich entlasse dich jetzt. Hab Spaß mit Lightroom, hau in die Tasten und ja, gib gerne einen Kommentar ab, vielleicht von Sachen, wo du sagst, ja, das würde mich auch mal interessieren oder mach mal ein Video darüber. Sowas kann ich immer sehr gut gebrauchen, um daraus dann die Inspiration zu ziehen, um wieder neue Videos zu machen. Also, jetzt viel Spaß erstmal beim Lightroomen. Bis dann.